wieder mit meinen Graulauer, die ich immer so raushaue, ne? Die sind ja echt super. Ne? Also ich habe ja auch mal lange in Darmstadt geschafft als Busfahrer. Ne? Und da hatten wir so zwei Schlosser, das waren so zwei stämmige Kellner. Also die konnte so einen Busreifen in die Hand nehmen, konnte den wegtragen. Ne? Also das waren schon zwei Kellner. Naja, irgendwann war Pause, ich komme auf den Hof gefahren, will einen Kaffee trinken gehen. Und da höre ich aus der Werkstatt immer so klack, klack, klack. Denke ich, wo kommt dann das Geräusch her? Folgt dem Geräusch da und da sehe ich die zwei da stehen, der Peter und die Jens. Stehen sie da breitbeinig und drehen sich gegenseitig in die Eier. Da habe ich einen Moment beobachtet und da sind sie nicht ganz sauber. Ich stehe unerbrochen und sage, was macht dann ihr da? Das tut doch weh wie Sau. Sehe ich, der Peter, wieso? Wir haben doch Stahlkappelschuhe an. Mit den Schuhen in die Eier gedreht oder das mit den Sicherheitsschuhen, ne? Also und die an. Und Stahlkappelschuh, hat der Peter gesagt. Und so Sicherheitsschuh an. Also. Das ist natürlich fein erfunden, das war nicht wirklich. Die haben sich nicht wirklich in die Eier gedreht. Und wenn man mir das, egal gewesen, sage ich mal. Also. Ja.